Hallo, hier ist wieder Gelikuk und heute mache ich ein Rucola-Pesto. Für das Pesto brauche ich natürlich Rucola, dann etwas Olivenöl, Salz, Parmesan, einen Spritzer Zitronensaft, Pinienkerne, ihr könnt natürlich auch Cashewkerne nehmen, eine Knoblauchzehe und eine Pfanne zum Anrösten. Und natürlich vielleicht noch einen Pürierstab wäre ganz gut. Zuerst wasche ich den Rucola. Schön mit kaltem Wasser, die dicken Stiele kann man abmachen und dann im Sieb abtropfen lassen. Dann gebe ich einen kleinen Klecks Öl in die Pfanne. Ich habe das Olivenöl genommen, was ich auch für das Pesto verwende. Und jetzt kommen die Pinienkerne in die Pfanne und dann ganz kurz anrösten. Immer dabei etwas umrühren, dass es nicht verbrennt. Hört ihr das? Und das riecht schon so lecker. Dann kann man es schon ausschalten und einfach noch kurz nachziehen lassen. Ich mache das alles aus Resten, weil ich habe die Pinienkerne gesehen und die laufen mir ab. Und Pesto kann man auch gut aufbewahren, locker 2 Wochen im Kühlschrank. Und jetzt reibe ich gerade mal ein bisschen hier den Parmesan oder Pecorino. Ich habe hier so eine Schüssel und jetzt nehme ich eine geschälte Knoblauchzehe, nehme die Knoblauchpresse und rein damit. Zack! So, dann nehme ich meinen gewaschenen Rucola, den teile ich mir hier in so 2 Hälften auf. Habe ich etwas trocken gezupft, nehme hier so ein Wiegemesser, man kann natürlich auch ein normales Messer nehmen, zerkleinere das so ein bisschen, sonst dreht der Pürierstab nachher durch. Einfach hier so ein bisschen, aber Vorsicht, nicht schneiden. So, dann kann man die Blätter nehmen und hier ins Gefäß rein. Jetzt habe ich meine Blätter drin. Jetzt nehme ich hier die Pinienkerne. Lecker. Dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Meersalz. Kann man nachher noch nachwürzen. Und hier von dem Parmesan. So. Jetzt nehme ich noch einen Schuss Öl hinzu. Und dann wird es erstmal püriert. So, jetzt geht's los. So, wenn das jetzt anpüriert ist, dann das restliche Rucola drauf, den Käse und natürlich mit Öl auffüllen. Man sagt so ca. 100 ml bis 150. So, dann kann man mal probieren und ich mache noch einen Spritzer hier Zitronensaft dran. Schmeckt einfach ein bisschen frischer. So, das nichts verkommt, habe ich jetzt hier den Pürierstab abgemacht. Nehme hier natürlich ein Stück Weißbrot, tue das mir hier so reintunken und jetzt probiere ich mal. Boah, geil. Und jetzt kann ich das hier abfüllen in ein Glas. Am besten das Glas so nehmen, dass es bis oben hin ist und dann oben den Deckel einfach mit bisschen Olivenöl auffüllen und dann verschließen, dann im Kühlschrank, hält sich locker 2 Wochen. Natürlich kann man das Pesto auch mit Bärlauch machen oder mit Basilikum. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das soll ja auch immer nur so ein Anhaltspunkt sein, was ich euch zeige. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Tschüss, bis bald, eure Gelikuk.